Heute geht es um das Kosename-Feature in C#. Ja, Kosenamen sind für Variablen, Aliasnamen, Kosenamen, Spitznamen oder wie ihr die nennen wollt. Und warum man die eigentlich braucht und was man damit tun kann, das erfahrt ihr in diesem Video. So, gehen wir es an. Angenommen, wir haben hier eine Variable x mit dem Wert 42 und wir visualisieren das mal als diese, ja, nennen wir sie einfach mal Susi. So, und jetzt machen wir Folgendes, wir sagen, eine neue Variable y bekommt auch den Wert von x. Das heißt, was wir eigentlich machen ist, wir kopieren uns die Susi. Denn die Susi gibt es jetzt sowohl einmal als x und einmal auch als y. Okay, und was passiert jetzt, wenn wir sagen, y bekommt den Wert 44? Na gut, dann wird einfach die zweite Susi, sozusagen die kopierte, wird einfach verändert. Also die hat jetzt den Wert 44. Ja, wir sehen, es gibt zwei Instanzen davon, also die Susi gibt es irgendwie doppelt, einmal so und einmal so, und es sind eigentlich zwei unterschiedliche Personen. Ja, wie ist das jetzt mit, wenn wir die Susi nicht kopieren wollen, sondern sozusagen nur wollen, dass die einmal existiert, dass es die Susi nur einmal gibt. Gut, das machen wir so. Wir sagen, x ist 42, also ist Susi wieder. Und jetzt sagen wir, rev int y ist gleich rev x. Und durch dieses rev sagen wir, okay, wir hätten gerne eine neue Variable mit dem Namen y. Die ist aber nur ein Aliasname, also ein Kosename von der Variable x. Warum brauchen wir hier das Rev? Damit wir, wie C# genau sagen, Achtung, wir wollen nur einen Kosenamen für die Susi haben. Und in Wahrheit immer die gleiche Susi haben. Warum müssen wir das Rev zweimal schreiben? Um explizit darauf hinzuweisen. Damit wir als Programmierer sagen, ja, lieber Compiler, wir sind uns bewusst, wir machen hier nur einen Kosenamen und wenn wir y verändern, dann wollen wir eigentlich das x haben. Also, das ist einfach nur eine explizite Angabe, damit wir als Programmierer nicht so viele Fehler machen und wenn wir doch diesen Fehler machen, der Compiler uns darauf hinweisen kann. Okay, also was passiert hier? Wir haben hier eine neue Variable y, also eine neue Susi, aber wenn wir jetzt die Susi verändern, also y44 machen, dann ist auch die Original-Susi verändert. Also es sind nicht mehr zwei voneinander unabhängige Susis, sondern nur mehr eine. Okay, das Rev gibt sozusagen, also das Kosename-Feature gibt es sozusagen, wenn wir Variablen einen Wert zuweisen. Das gibt es aber nicht nur hier, ja, das gibt es auch noch woanders. Und zwar gibt es das auch bei Funktionen. Also wieder hier ein Beispiel, wir haben zwei Variablen, x und y. Ja, nehmen wir wieder zwei Personen her und wir rufen die Funktion swap auf. Swap macht nichts anderes, als den Wert von x in y zu schreiben und umgekehrt. Dazu eine kleine Hilfsvariable. Okay, also wir übergeben x und y der Funktion und jetzt wird der Wert von x in die erste Variable von x reinkopiert und y in die zweite Variable von y, also das x hier, der 42er, wird in diese Variable x, die müssen nicht gleich heißen, die können auch anders heißen. Und das y bzw. der Wert 21 wird in dieses y reinkopiert. Wenn die zwei anders heißen, ist auch okay. Gut, also jetzt werden diese zwei eben hier reinkopiert. Dann wird mit diesen gearbeitet. In diesem Fall werden sie einfach vertauscht. Aber die original zwei Variablen hier oben, die bleiben absolut unberührt. Warum? Weil sie reinkopiert werden. Hier farblich dargestellt, dass das andere Sachen sind, andere zwei Menschen sind. So, wie wäre das jetzt mit Rev? Wenn wir wieder Rev verwenden, also das Kosename-Feature, dann sehen wir hier, dass wir beim Aufruf der Funktion das Rev angeben müssen, als auch hier bei der Definition. Beim Aufruf, ja, ich weiß, ich nehme die Originalvariablen her und auch bei der Funktionsdefinition, Achtung, die Werte, die hier reinkommen und drinnen verändert werden, die sind auch draußen verändert. So, wieder war dargestellt, die zwei Personen. Und jetzt werden die beiden reingegeben und dann mit diesen beiden gearbeitet, diese vertauscht und dann entsprechend vertauscht zurückgegeben.
Also nicht mit Kopien wie vorher. Ja, die zwei grünen Kopien sozusagen, die existieren nur in der Funktion hier herinnen und sind dann gleich wieder weg. Also die verschwinden, die Original bleiben unverändert. Und wenn wir den Aufruf mit Rev haben, dann werden wirklich die Inhalte entsprechend vertauscht. Aber das ist noch nicht alles. Es gibt noch einen Anwendungsfall für das Kosename-Feature. So, und zum dritten Anwendungsfall, der sieht so aus. Wir übergeben hier in diesem Fall zum Beispiel ein Array an eine Funktion getMiddle und dieses getMiddle liefert den mittleren Wert des Arrays und zwar als Referenz. Das heißt, wir haben einen Kosename middle definiert mit rev-int middle auf das mittlerste Element, also auf die 42 und diese Middle-Variable bekommt den Wert von der Funktion getMiddle. Gut, diese erhält das Array und hier wird der mittelste Wert ermittelt und dieser anschließend zurückgegeben. Und zwar nicht die Kopie des Wertes wie normalerweise. Ja, normalerweise würden wir auch die 42 bekommen als mittelsten Wert, allerdings eine Kopie des Wertes und in diesem Fall eben eine Referenz, einen Kosenamen, sozusagen einen Alias auf diese 42. So, wie sieht das wieder aus? Also, wir haben ein Array mit drei Elementen. Wir übergeben das Array in die Funktion rein. Und jetzt wird hier eben der mittlere Wert sozusagen zurückgegeben. Aber nur die Referenz auf den mittlersten Wert. Ja, also, die eine Person in der Mitte, die wird zurückgegeben und dann ist er fertig mit der Funktion und er sagt jetzt, jetzt verändere ich diesen Wert. Und jetzt, Vorsicht, es ist nicht die Kopie, sondern der Originalwert, der verändert wird. Also aus der 42 wird jetzt eine 43 und unser Array sieht in Wahrheit jetzt so aus, wie rechts unten dargestellt. Ja, wir haben den einen Typen in der Mitte verändert, obwohl wir nur einen Kosenamen auf scheinbar einen Wert haben. Dass dieser Wert ein Teil des Arrays ist, ja, das ist eine andere Geschichte. Aber, wie gesagt, wir können Werte, einfach Kosename-Variablen, definieren mit Rev. Auch bei der Wertzuweisung brauchen wir dann das Rev, wie hier das Middle oder im allerersten Beispiel. Wir können wie beim Swap-Beispiel Kosenamen übergeben, eine Funktion, damit die Werte nicht kopiert werden. Und wir können auch nur einen Kosenamen zurückgeben bei einer Funktion. Das sind die drei Anwendungsmöglichkeiten von Rev und ich hoffe, es hat mit der grafischen Darstellung etwas Licht ins Dunkel gebracht. Viel Spaß! Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.